das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. An seiner Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das steht im Epheser 4, Vers 24. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Warum erzählt Paulus das? Wir lesen am Schluss den Zusammenhang dann mal. Vorgestern erzählte mir ein 12-jähriges Kind, es fiel ihm auf, dass die Weihnachtslieder in unserem Liederbuch da hinten, in dem roten, vorne stehen. Und ich fragte mich dann, warum? Wir gehen ja auf Weihnachten zu, also äußerlich gesehen auf jeden Fall. Warum stehen die Weihnachtslieder im roten Liederbuch vorne? Es gibt einen Grund und diesen Grund muss man auf den Grund kommen. Sonst versteht Mensch jede Bibelstelle, jede Lebenserfahrung, jede Erkenntnis nach eigenen Maßstäben. Jedoch, der Maßstab des Menschen wird nie den Grund Gottes verstehen. Also, was ist der Kontext? Aber nicht nur der Kontext so in dieser, sondern der Kontext der gesamten Bibel. Was ist eigentlich der Kontext der gesamten Bibel? Erst heute Morgen auf dem Weg hierhin fiel mir auf oder kam mir im Sinn dieses Lied dort. Er ist das Zentrum der Geschichte. Boah. Das ist schwer zu verstehen. Aber zum Beispiel, wenn ein Mensch an einen Jesus der Bergpredigt nur glauben will, ohne sonst gegründet zu sein in der Wirksamkeit des Kreuzes Christi, ergibt dies einen Glauben an ein Konzept höchster Hingabe, dem man sich menschlich annähert. Okay. Aber ohne die Wirksamkeit des Kreuzes Christi gibt es keine Verbindung mit dem Leben aus Gott. Ohne die Wirksamkeit des Kreuzes Christi gibt es keine Verbindung mit dem Leben aus Gott. Keinen neuen Menschen, den wir anziehen könnten. Er ist das Zentrum der Geschichte. Und die Weihnachtslieder am Anfang. Die Wahrheit, wie alle Wahrheit, leitet sich ab von dem Erstgeborenen vor aller Schöpfung. Jesus von Nazareth, der Christus ist. Er ist der erste neue Mensch. Die Geburt Jesu ist sozusagen die Predigt von dem ersten neuen Menschen. Der Text im Zusammenhang. Ich lese ab Vers 19 ungefähr. Und da sie abgestumpft sind, haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben, im Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört und durch ihn gelehrt worden seid. Wie die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Da ist die Elberfelder anders. Luther nimmt es als Appell. Die Elberfelder gleicht sich da mehr in Richtung griechischen Text an. Das ist bei euch hoffentlich passiert. Den alten Menschen abgelegt, den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann gab es da noch eine Referenzstelle in Galater 3, Vers 27, die ich frei auslege und ihr nachher überprüft, ob ich es richtig sage.
Denn alle, die mit der Taufe des Christus getauft, also mitgekreuzigt, mitbegraben und auferweckt sind, die haben den neuen Menschen angezogen. Referenzstelle Galaterbrief 3, Vers 27. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der Herr sei uns gnädig. Des Herrn Angesicht leuchte auf unserem Gesicht und er schenke uns seine Frieden. Amen. Fröhlichen Tag. Dankeschön.